So, nicht die Krankenstation hier drüben. Achso, halt nicht. Nein, du brauchst es nicht unbedingt versuchen. Erstmal. Das Schloss ist nicht sonderlich. Ja, wissen wir ja. Achso, er macht es gleich direkt. Okay, das ist auch schön. Wunderbar. Oh, ich muss das auch noch selber machen. Minispielchen. Gut, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Okay. Was genau muss ich jetzt tun? Muss ich die jetzt nachformen, die Dinger? Lasst euch nicht stören, wenn ich komisch klinge, ich knusper nebenbei was. Ist aber gleich vorbei. Ich mach mal einfach nach gut dünken irgendwie, ne? Keine Ahnung, ob das hinhaut, aber wir werden es sehen. So vielleicht und dann noch so. Probier mal. Okay, fast. Gut, da wo das ist, noch ein kleines Stück nach rechts, haben wir den zweiten. Gut, ich nehme an, hier kann ich jetzt nicht mehr performen. Okay. Gut, dann machen wir hier vorne mal so. Den machen wir runter und ziehen ein Stück vor. Den nochmal so. Okay, vielleicht ist das noch weiter raus. Ah, naja, gut. Wird schon gehen. Okay, dann kommt der Große. So. Dann kommt der Mittelgroße. So. Das ist echt schwierig, weil man das überhaupt nicht einschätzen kann, ob das an der richtigen Stelle jetzt ungefähr ist. Achso, ich sehe gerade, ich muss da nochmal nachjustieren hier. Weil der Kleinste ist. Der ist nur so. Der dafür ja noch ein Stück höher. Okay. Das hier können wir auch wegmachen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, wir bloß noch der letzte. Den setzen wir mal hier so hin. So ungefähr. Und dann schieben wir das mal rein und schauen mal. Naja, nicht ganz. Oh, Moment. Ich glaube, ich mache es gerade genau falsch rum. Dort, wo die Dinger lang sind, muss ich sie kurz machen. Okay, aber von der Ausrichtung her passt es auch nicht ganz. Die ersten zwei sind okay. Ab dem dritten sind wir zu weit nach rechts gelagert. Okay, also mache ich die jetzt so eng. Die ersten zwei sind schon in Ordnung, denke ich. Ziehen wir das mal noch ein Stück höher. Das müssen wir ganz hoch machen. Okay, hier drüben ist es klein. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wir waren jetzt bei dem. Okay, jetzt noch so ein mittelhohes. Das wird wieder so ungefähr. Dann eins, wo wir so gut wie gar nichts rausheben. Nein, nicht ganz so viel. Probieren wir es mal so. Und noch ein halbhohes. Das jetzt wahrscheinlich wieder zu nah ist, aber wir schauen einfach mal. Okay. Die müssten. So muss es ja aussehen, schätze ich mal, ne? Also muss das noch ein Stück höher, das erste, das zweite auch, das dritte auch. Also das erste, das dritte und das vierte so rum. Das fünfte ist zu weit rechts. Okay. Das machen wir erstmal wieder runter. Zu weit links meine ich natürlich. So, das erste, das dritte und das vierte. Schauen wir mal. Aha, hat schon gereicht, auch wenn das eine gar Na, nicht richtig also. gepasst hat. Dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Wir haben, glaube ich, mehr als genug zu betrachten. Der ist noch sicher. Ein Schliemeister und Sohn.
Schwierig zu knacken. Würde ich das Auge stehlen wollen, würde ich mich auch darauf konzentrieren, die drei Schlüssel zu bekommen. Gut, also der ist definitiv. Wenn alles nach Plan läuft, wird dieses Monster erst im Museum in Kairo geöffnet werden. Hoffen wir das Beste. Okay, damit ist er jetzt auch raus. Säuberlich gefaltet und unbenutzt. Lagrange hat seit Beginn der Fahrt nicht geschlafen und davor im Zug auch nicht. Ja, der ist ja auch wie ein Besessener und der hätte hier auf dem Sofa schlafen sollen? Oder wie sieht das aus? Hat er gar kein Bett? Oder steht es dann hier außerhalb des eigentlichen Sichtbereichs? Okay, Belichtungsapparat, hier ist das Mikroskop. Was ist denn für ein Belichtungsapparat? Lagrange muss die Fotos selber geschossen und entwickelt haben. Und dann hat er sogar noch Abzüge und Vergrößerungen gemacht. Ach so, er scheint auf alles vorbereitet zu sein. Und ihm stehen mehr Ressourcen zur Verfügung als einem normalen Ermittler. Gut, ja, er hat sich ja auch einen Namen gemacht. Da kann er natürlich auch auf Ressourcen zurückgreifen. Dann haben wir sonst aber nichts. Noch ein Alarmmelder. Er wurde irgendwann mal betätigt. Aber es lässt sich einfach nicht sagen, wann das war. Okay, soll also nochmal der Verdacht auch auf Lagrange gelenkt werden? Erst einmal zurück, bitte. Ich will nochmal kurz hier drüben gucken. Das Mikroskop steht extra. Der Forensikkoffer, wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Ach, das ist das große Ding. Das ist der ganze Koffer hier, okay. Ein Prachtstück. Die Spurensicherung benutzt solche Koffer. Natürlich nicht bei uns in der Schweiz. Aber in Paris, London, New York, der großen weiten Verbrechenswelt, wird immer mehr Wert auf die korrekte Sicherung von Spuren gelegt. Es ist ein kleines Labor, mit dem sich einfache Untersuchungen bereits vor Ort durchführen lassen. Ja, auch nicht ganz ohne Grund wird so ein Wert auf die Sicherung der Spuren gelegt, ne? Also schön. Was haben wir hier alles? Oha, hier gibt's ja einiges. Gut, untersuchen wir hinten ein. Die Kästchen können wir uns gar nicht anschauen. Die Hälfte der Werkzeuge in diesem Koffer sind auch für Archäologen interessant. Und eigentlich sind die Spurensicherung und Archäologie ja auch ähnlich. Man will herausfinden, was an einem Ort geschah. Ob nun vor ein paar Stunden oder vor Tausenden von Jahren. Genau. Ach so. Okay, die Chemikalien sind alle eins. Ich dachte schon, der fängt jetzt an, ja eine Chemikalie nach der anderen anzuschauen. Haben wir hier noch Glasschale? Papierpflicht? Okay, machen wir erstmal die Chemikalien. Herrje. Das war's schon. Herrje. Ich find's aber auch schön, wie er das sagt. Herrje. Klingt fast wie so ein pornöser Parfümname in so einer Werbung. Herrje. Herrje. Das ist... Oh, wie praktisch. Ein sauber verpacktes Wattestäbchen zur Spurenaufnahme. Ah, das sehr gut. Das stecke ich ein. Damit können wir die Blutprobe dann auch uns holen. Okay. Ein kleines Glasschälchen zum Mischen von Chemikalien. Und ich fürchte, das werden wir noch machen müssen. Ein kleines... Gut. Drüber was? Für Spurensicherung im Wald und freiem Gelände, möchte ich meinen. Uninteressant auf einem Schiff. Ich bin mir sicher, Lagrange könnte in dieser Hexenküche zaubern. Mir bleibt nur ehrfürchtiges Staunen. Fingerabdrücke sind überbewertet. Clevere Diebe tragen Handschuhe oder sind sich sicher, dass es am Tatort zu viele Abdrücke gibt, um alle zu untersuchen. Gut, okay, haben wir das? Schauen wir uns noch die Schublade an. Aha, das hier ist so eine Art Inventarliste. Hinter den einzelnen Chemikalien stehen ihre chemische Zusammensetzung und ein kurzer Kommentar, wofür man sie benutzen kann. Und hier sind die wichtigsten Verfahren aufgelistet. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Dass das am Kissen und an den Federn Schmauchspuren sind, muss ich nicht untersuchen. Das kann ich riechen. Und mehr Spuren habe ich momentan nicht. Gut, also müssen wir die Blutuntersuchung dann mit den Chemikalien zusammen machen. Die Schublade brauchen wir eigentlich nicht zu schließen, die können wir eigentlich offen lassen. Gehen wir einfach so wieder raus. Gut, und wir schauen uns noch erstes Mikroskop an. Ein Mikroskop. Es sieht so ähnlich aus wie das, was Lutz Reichinger in seiner Apotheke hat, nur moderner.
Es liegt nichts auf dem Objekttisch. Dementsprechend ist auch nichts zu sehen. Mensch, Sherlock. Okay, schauen wir uns mal die Patronenhülse an. Das Projektil, meine ich. In Ordnung. Das wollte er sicher betrachten. Ich brauche das zweite Projektil, um einen Vergleich anstellen zu können. Ach so, okay. Das müsste ja hier irgendwo auf dem Tisch dann liegen. Das werden wir bestimmt gleich finden. Gut, schauen wir uns den Schreibtisch an. So, da haben wir das Projektil. Ah, hier ist das Projektil, das Dr. Gebhardt aus der Leiche der Baronin entfernt hat. So, ich nehme aber mal an, die Deformierung wird nicht gleich sein, weil das ja eigentlich ganz verschieden ist. Das ist das Rohr aus dem Frachtraum. Legrand scheint es auf Fingerabdrücke untersucht zu haben. Man kann die Pulverflecken erkennen. Nein, auf der Seite, an der der Angreifer das Rohr gehalten haben muss, es nichts zu erkennen. Entweder hat er Handschuhe getragen oder er hat das Rohr abgewischt. Okay, das klingt dann aber nicht unbedingt nach dem arabischen blinden Passagier unten mit, oder? So, die Akte gleich. Essen uninteressant gewesen, offenbar für Legrand. So, das Fläschchen. Auf dem Fläschchen steht nichts drauf. Ich vermute, dass es eine Art Aufputschmittel ist. Legal oder auch nicht. Legrand ist jetzt seit mindestens 30 Stunden auf den Beinen. Vielleicht noch länger. Der lebt bestimmt total gesund. Man darf nicht darüber nachdenken, welche Nebenwirkungen dieses Zeug haben könnte. Ein Polizist in einer Mordermittlung sollte all seine Sinne beisammen haben. Zu groß die Gefahr, dass er Hinweise übersieht oder sich und andere in Gefahr bringt. Gut, sonst hat er nichts mehr mit dem Fläschchen. Okay. Dann haben wir eigentlich nur noch die Akte. Legrands Akte über den Raben. Zentimeter dick, aber völlig unbrauchbar. Wir haben es nicht mit dem Raben zu tun. Warum sieht er das nicht? Unser Mann ist rücksichtslos. Ein Bombenleger und potenzieller Mörder. Die Akte gehört in ein Museum. Das ist alles lange her. Der Inspektor sollte sich auf die Gegenwart konzentrieren. Aber das wird er nicht und deswegen brauchen wir den Herrn Zellner. Okay, mehr gibt's hier jetzt aber auch nicht. Deswegen packen wir das zweite Projektil jetzt auch noch mit hier drauf und schauen die uns mal beide an. Also schön. So, los geht's. Ja. Okay, muss ich hier irgendwie... das ist ja tatsächlich wie hier... Mensch, das ist ja verrückt. Das ist, wer immer die Baronin erschossen hat. Er hat zuvor im Frachtraum herumgeballert. Was hat das zu bedeuten? Okay, er hat sich gar nicht die Deformierung angeschaut, sondern die Kratzspuren beim Abschuss. Um zu beweisen, dass das... Zellner, was genau tust du da? Um zu beweisen, dass es dieselbe Waffe ist, mit der geschossen wurde. Okay. Ansonsten haben wir hier nichts, die Fotos haben wir noch. Die Fotos muss Legrand noch gestern Abend am Tatort gemacht haben. Gut, schauen wir doch mal. Das ist eins. Grundriss des Schiffs, okay. Dieses Foto soll wohl einen Überblick über den Tatort geben. Dieses Foto, das ist noch mehr. Im Schlaf erschossen. Ach so. Vermutlich hat sie nicht einmal etwas gespürt. Sie legte sich aufs Bett, um kurz zu schlafen, und wachte nie wieder auf. Tja, so kann's passieren. Tja, das Bett, der Blutfleck. Auf dem Bettlaken ist der Fleck erheblich größer als auf der Matratze. Und auch auf der Decke ist Blut. Eine Menge Blut, würde ich sagen. Ich überlege auch, wahrscheinlich war ja der Mörder, den sie entlarven wollte, derjenige, der sie dann getötet hat. Es kann also definitiv auch schon mal niemand sein, der mit im Zug war. Es muss eigentlich jemand gewesen sein, der erst auf dem Schiff dazugekommen ist. Und das sind nur drei Personen. Das ist Miss Myers, das ist Dr. Gebhardt und Kapitän DiConti. Ich glaube, ansonsten waren ja alle mit auf dem im Zug schon mit dabei. Die Decke und der Bettbezug sind hier nirgendwo. Ich vermute, dass sie drüben in der Krankenstation liegen. Ja, so haben wir sie gestern gefunden. Glaube ich zumindest. Ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz klar. Nein. Nichts Verdächtiges. Okay, die Fotos haben wir uns halt... Achso, das war bloß beenden. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns noch den Grundriss anschauen. Eine grobe Zeichnung des Schiffs.
Legrand hat die Kabine der Baronin markiert. Weitere Erkenntnisse scheint er nicht gewonnen zu haben. Gut, damit hätten wir dann die Fotowand auch abgearbeitet soweit. Und schauen wir noch ins Schlafzimmer rein. Sehen wir hier noch irgendwas? Plus die Fotowand, Forensikkoffer, Schreibtisch, okay.